Scientists at ACIB, the Austrian Center of Industrial Biotechnology, have developed a revolutionary method to produce biopharmaceuticals faster and cheaper than ever. Biopharmaceuticals are the best-selling drugs of our time. Durch die Struktur und die Oberflächenbeschaffenheit dieser hier entwickelten Mikropartikel wird ein scheinbar optimaler Kompromiss erreicht, der einerseits das Arbeiten mit extrem hoher Effizienz ermöglicht und andererseits hohe Geschwindigkeiten zulässt. These developments can directly be used by industrial partners. Für uns erleichtert jetzt die Technologie, um jetzt auf die Mikropartikel noch genauer einzugehen, aber auch die Produktion von Biopharmazeutikern durch eine deutliche Vereinfachung des Herstellprozesses. Wir setzen die oder planen die auch einzusetzen, zum Beispiel für neue Krebsmedikamente. The scientific expertise at ACIB is the basis for being able to develop new international key technologies together with industrial partners. Wissenschaftliche Partner sind für uns eine Lebensader und ganz wichtig, wir bringen im ACIB Wissenschaft und Wirtschaft zusammen zu gemeinsamer Forschung, wie es den Zielen auch des Comet-Programms entspricht. 7 heimische Universitäten bzw. Fachhochschulen bilden hier quasi das Gravitationszentrum der Wissenschaft und prägen unsere Entwicklungen und Projekte. The fact that ACIB has kept exceeding all expectations for nearly 5 years now is reason enough for its co-owner BOKU Vienna to be proud. Wir sind hochzufrieden. Im vorigen Jahr haben wir Projekte in der Größenordnung von 6,5 Millionen Euro abgewickelt mit 20 Key Researchern der BOKU mit 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich glaube, dass das eine sehr beeindruckende Zahl ist und auch der Forschungsoutput ist überaus beeindruckend. Last but not least, the city of Vienna, the site of many ACIB research projects, benefits from ACIB's excellent scientific and economic results. Für uns ist das ACIB ein prototypisches Forschungszentrum, weil sich hier wirklich die wichtigsten Forschungsinstitutionen zusammengetan haben. Dass das bei der Wirtschaft gut ankommt, haben wir in den letzten 5 Jahren an vielen Beispielen gesehen. Wir sehen aber auch eine Gründungsdynamik rund um dieses Zentrum und beobachten, wie das ACIB als Botschafterin in die Welt hinauswirkt und Wien auf die Life Science Landkarte bringt.